Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Keksrezept. Die genauen Mengenangaben sowie den Link für das Vanilleextrakt findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst mixen wir die zimmerwarme Butter. Ihr findet übrigens jeden Freitag um 19.30 Uhr ein neues Rezept auf meinem Kanal. Anschließend kommt der Zucker, der Vanillezucker und die Prise Salz dazu. Nun mixen wir auch das Vanilleextrakt dazu. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du mir gerne ein kostenloses Abo hinterlassen. So verpasst du kein neues Rezept mehr. Danach geben wir die Dotter dazu. So lange vermixen, bis sich die Zutaten miteinander verbunden haben. Den Teig könnt ihr ohne Probleme mit den Händen kneten oder so wie ich einfach mit dem Knethaken weiterarbeiten. Den Teig kneten wir nochmals mit den Händen auf einer bemehlten Fläche ordentlich durch. Der Teig wird ordentlich in Frischhaltefolie eingepackt und kommt für 1-2 Stunden in den Kühlschrank. Und hier sind meine Zutaten für die Dekoration. Den Teig in kleine Kugeln formen und eine Kirsche darauf drücken. Hier Variante 2 mit einem Kochlöffel. Unsere Kekse kommen nun bei 170 Grad Umluft für 15 Minuten in den Backofen. Die Kokosraspeln und den Staubzucker miteinander vermischen. Nun werden die noch heißen Kekse in unserer Mischung gewälzt. Ich hoffe, euch hat mein Rezept wieder gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Kathi.